Hallo Eintracht-Fans, hier ist der SVE Adventskalender und ich wünsche euch erstmal einen schönen zweiten Advent. Der Nikolaus war gestern sicherlich auch bei euch gewesen. Mir hat er diese Mütze mitgebracht und außerdem Chris Kallmann. Hallo Chris. Hallo. Chris, was bedeutet es für dich als Torhüter zu Null zu spielen? Das ist auf jeden Fall eine große Auszeichnung für mich. Ich will ja jedes Spiel zu Null spielen, weil wenn wir zu Null halten hinten, das heißt schon mal, wir haben einen Punkt sicher. Aber wir haben ja eine gute Offensive und wir sind für jedes Spiel ein Tor gut zu haben. Und wenn wir auch wenn wir nur 1-0 gewinnen, das sind 3 Punkte und die reichen für uns auch. Du hast nach 17 Spielen hast du 14 Gegentore bekommen. Damit dürftest du doch zufrieden sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit 14 Gegentoren kann man echt zufrieden sein. Es hätten vielleicht 2, 3 weniger sein können. Die waren vielleicht ein bisschen unnötig, aber mit den 14 Gegentreffern kann man eigentlich zufrieden sein. Sind 3 Gegentreffer weniger als in der letzten Hinrunde? Wie zufrieden bist du damit? Beziehungsweise was ist genau in diesem Jahr anders, als es im letzten Jahr gewesen ist, also in der letzten Saison gewesen ist? Ja, also das macht mir absolut gar nichts aus, weil man sieht ja, wir sind jetzt Herbstmeister geworden, dadurch, dass Waldhof Mannheim im letzten Spiel verloren hat gegen Saar 05. Und für mich zählt nur die Mannschaft und nicht nur ich selbst, sondern ich will als Team weiter vorankommen und eventuell in die Relegation kommen und vielleicht klappt das ja mit dem Aufstieg. Chris, an welches Spiel oder an welche Parade denkst du am liebsten gerne zurück? Also ich persönlich denke an die Parade gegen Kaiserslautern in der letzten Minute, weil es erstens mal gegen meinen Ex-Club war und zweitens ein sehr wichtiges Spiel für uns letzte Saison, diesen Punkt mitzunehmen. In einem Unterzahl trotzdem das Unentschieden geholt und das hat mich echt sehr stolz gemacht. Auch heute, Chris, gibt es ein Gewinnspiel und unsere Eintracht-Fans, heute könnt ihr den Chris gewinnen. Und zwar ein Essen könnt ihr mit ihm gewinnen. Ein Eintracht-Fan wird ihn begleiten und zwar ins Restaurant California nach Mertesdorf. Haben wir uns heute was ganz besonders Tolles einfallen lassen. Und wer dieses Essen mit Chris gewinnen wird, das hängt von der Beantwortung dieser Gewinnspielfrage ab. Chris, welche Frage haben wir heute für unsere Eintracht-Fans? In welchem Gebäude ist das Restaurant California in Mertesdorf? Und wenn ihr die Frage wisst und mit unserem Torwart essen gehen wollt, dann schickt eine E-Mail an gewinnspiel@eintracht-trier.com. Einsendeschluss für eure E-Mail ist morgen um 12 Uhr. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Gewinnspiel und natürlich einen schönen zweiten Advent. Wir sehen uns morgen wieder beim SVE Adventskalender. Bis dahin, schönen Tag.